Es ist schon Wahnsinn, was gerade abgeht. Ein kleines Virus legt unsere Gesellschaft fast vollständig lahm. Gerade die Alten und die Kranken, aber auch die ganz Jüngsten von uns trifft es besonders hart. Denke ich zum Beispiel an kleine Kinder, die nicht zu ihren Großeltern können. Oder wenn ich darüber nachdenke, was hinter diesen ganzen Todesfällen weltweit steckt. Nicht nur hier in Deutschland. Das Ganze macht mich sehr betroffen und trifft auch mich ins Mark. Nun ja, wir alle haben gerade den gleichen Charaktertest vor uns. Wir sollen die gleichen Gesetze und Vorschriften einhalten, haben ein Infektionsschutzgesetz mit vielen Details und wir sollen das alles in unser Privatleben und in unser berufliches Leben einbringen. Man könnte meinen, wir nähern uns dadurch alle sehr stark einander an. Doch wenn ich in meine Umwelt schaue, ist das nicht immer der Fall. Denn unsere Lebensrealitäten sind sehr verschieden. Etwa Ärzte, Pfleger, auch Virologen sind so stark gefordert wie noch nie. Sie alle haben gerade eine Riesenbelastungsprobe vor sich. Andererseits müssen ganz viele Menschen Arbeitslosigkeit oder Beschäftigungslosigkeit ertragen. Es ist eine Geduldsprobe für sehr, sehr viele Menschen, die auch zu einer Belastung werden kann. Das macht auch was mit uns, mit unseren Gefühlen. Erlebe ich auf der einen Seite Friede, Glück, Entschleunigung und Freude, sehe ich auf der anderen Seite Trauer, Leid, Ungeduld, vielleicht auch sogar Weinen. So ganz gleich ist unser Leben, trotz dieser gemeinsamen Herausforderung nicht. Wir alle haben aber trotzdem auch eine so große Verantwortung wie noch nie. Würde in unserer Leistungsgesellschaft sonst jemand sagen, bleibt zu Hause und dadurch erlebt ihr und erfahrt ihr so viel Verantwortungsbewusstsein? Ich hätte das vor ein paar Wochen und Monaten noch nicht gedacht. Und nun, was erlebe ich? Ich erlebe auch, wie die Natur irgendwie paradox ist. Wir haben wunderschönes Wetter, gerade jetzt im Frühling. Andererseits erlebe ich aber auch, wie trocken die Böden sind und dass unsere Erde in Gefahr ist. Die Klimakrise ist auch noch lange nicht überstanden. Nun ja, wir alle unterliegen einem gewissen Kreislauf, und zwar den Kreislauf der Veränderungen. Auch ohne die Corona-Krise haben wir in unserem Leben viele Veränderungen zu meistern. Es gibt einen neuen Job, einen neuen Partner, ein neues Hobby. Meistens verbinden wir das auch mit was Positivem. Etwas geht auf, entsteht und wächst. Durch diese Veränderungen erleben wir als sehr einschränkend in unserem Leben. Und wenn ich jetzt eine Wasserquelle habe und mache die Schranken etwas dichter, wundert es mich auch nicht, dass dann das Wasser mit einer stärkeren Kraft auf uns zufließt und verschiedene Emotionen erzeugt. Ich habe vor der Corona-Krise, wenn ich mich so als Autofahrer sehe, sehr viel Gas gegeben. Ich war mit 100 Sachen unterwegs im fünften Gang und plötzlich kam Corona in mein Leben. Wumm. Es war zwar keine Vollbremsung, aber ich musste jetzt lernen, im zweiten Gang zu fahren. Bis heute. Und seit wenigen Tagen kann ich sagen, ich habe mich dran gewöhnt. Vielleicht geht es Ihnen auch ähnlich. Nur, wenn ich jetzt in die Osterzeit schaue, erlebe ich doch ganz Ähnliches. Jesus selbst wird am Palmsonntag gefeiert als der Messias, als der Retter. Hosanna, rufen die Leute. Am Gründonnerstag erlebt er sein Meisterstück zusammen mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl und dadurch, dass er ihnen die Füße wäscht. Und dann, bumm, Vollbremsung. Der Tod am Karfreitag. Doch was passiert dann nach der Grabesruhe? Er steht auf. Ein Wandel wieder von den 0. in den 5. Gang. Die Jünger freuen sich und verkünden Jesus bis heute. Heute sind wir seine Jünger und seine Freunde. Nun, wenn das mal keine Hoffnung gibt, dass auch wir vielleicht wieder in naher oder ferner Zukunft ein paar Gänge höher schalten können. Ich selbst möchte Sie ermutigen dazu, daran zu denken, dass wir viele Hilfen haben in dieser Zeit. Wir haben Menschen, die uns den Weg weisen können.
Lehrer, Ärzte, Experten. Hören wir auf diese. Lassen wir auch zu, was gerade mit uns passiert, unsere Gefühle, unsere Erlebnisse. Bleiben wir am Ball bei den neuen Herausforderungen und Gegebenheiten. Und schließlich wünsche ich Ihnen, dass Sie sich weiterhin genau unter der Lupe nehmen und trotzdem bei sich bleiben und sich neu entdecken können. Das wünsche ich Ihnen für die nächste Zeit in der Krise. Bleiben Sie gesund.